Der da. Den Screen wollte ich. Einen wunderschönen guten Abend da draußen an die Welt und an die Leute vor den Empfangsgeräten. Sei es TV, sei es Laptop, sei es Smartphone, sei es was weiß ich, was es da noch alles gibt. Schönen guten Abend. Wie geht es euch? Alles gut bei euch? Wie war euer Montag? Meiner war, naja, ziemlich okay, sage ich mal. Für einen Montag war er okay. Ja, was habe ich mir heute vorgenommen? Ihr seht schon im Streamtitel, heute ist Retro-Montag. Das heißt, ich grabe ein wenig in der Grabbelkiste was aus. Und zwar hatte ich eigentlich erst vorgehabt, dieses Spiel zu spielen. Aber, der Emulator wollte nicht. Ja, ich muss es leider auf einem Emulator spielen, weil. Ja, ich habe leider keine Capture-Karte. Noch nicht. Kommt vielleicht noch. Was ich mir stattdessen vorgenommen habe, ist dieses Schmuckstück. Dino Crisis 2. Warum den zweiten, fragt ihr? Den ersten habe ich erst vor kurzem durchgespielt. Und deswegen dachte ich mir, ich spiele jetzt mal den zweiten. Wäre langweilig, wenn ich das gleiche nochmal spiele. Genau, so sieht es aus, wie schon gezeigt. Hier nochmal die Rückseite mit ein bisschen Bla, ein bisschen Text. Ich hoffe, es spiegelt nicht allzu sehr. Ja, vielleicht machen wir nochmal kurz auf und schauen nochmal rein. Heftchen sieht so aus, genauso wie das Cover. Und hier ist die CD. Ich hoffe, es läuft alles. Ich habe bis eben noch gefummelt an diesem blöden Emulator. Ja, wir werden sehen. Ne? Schauen wir mal. Gut. Dann starte ich das gute Stück mal. Wo habe ich ihn? Da haben wir ihn. So. Und wir wechseln einfach mal auf den Gaming-Bildschirm rüber und starten das. Tolles Spiel. So, los geht das. Ja, Medieval ist wirklich sehr, sehr alt. Da hast du vollkommen recht, Hanna. Das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht von wann. Ich schau gerade mal. Vielleicht steht es hier irgendwo drauf. '98. '98. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, deine Crisis ist sogar noch ein bisschen älter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier finde ich gerade nichts von 2000 sogar. Also jünger sogar. So, da ist das gute Stück. Dino Crisis. Halt, bevor ich anfange, ich muss natürlich noch den Streamtitel ändern. Hahaha. Retro Montag? Nein, doch, ja. Dino Crisis 2. Ne? PS1. So, geht sofort los. Dino Crisis. Ja, guckt euch mal die Render-Szene an. Ja, Dino Crisis hat im Prinzip auch nur seinen Hype dadurch erfahren, dass es ja im Prinzip fast zur gleichen Zeit, nee, ein paar Jahre Quatsch, ein paar Jahre später als Jurassic Park rauskam. Und hat dadurch so ein bisschen seinen Hype erfahren. Ne? Ist ja im Prinzip vom gleichen Macher wie auch Resident Evil. Und man merkt den Stil auch sehr an, also zumindest beim ersten Dino Crisis. Wir machen einfach mal Mittel, weil leicht ist zu leicht und schwer ist zu schwer. Gut, los geht das. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission?
to rescue 1300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize a transmission on this GPS? There's something wrong. Hey. Huh? Gut, Herr Kollege hat auch einen Brüller getan. Heieiei. Mensch. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SOAR training? Macho. Here, I'll show you. Watch this. Ah, guck mal, meine Machete. Tut sich ziemlich schwer. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? So kriegt man die Tür natürlich auch auf. Das ist um einiges einfacher. So, und damit wären wir dann auch schon im Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut und das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also bis jetzt auf die Hintergründe, die so ein kleines bisschen matschig sind. Ja, aber... Unser Kollege, der Dylan hier, ne? Was haben wir denn hier? Ja, natürlich, ein Medikit. Immer her damit. Herr Kollege, noch was. Es sieht so aus, als ob sein Torso aufgerissen wurde. Er muss vor einer Weile gestorben sein. Oha. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ne? Das sieht jetzt auch nicht gerade aus, als wenn er noch frisch wäre und, ne? Naja. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Tür, auf mit dir. Hier die obligatorische Tür öffnen Szene, wie sie auch schon aus Resident Evil bekannt ist. Ne? Nur, dass man hier den Mensch sieht, der durch die Tür geht. Oh, ich höre schon einen Dino. Ich schätze mal, es wird ein Raptor sein, weil in Dino Crisis 1 wurde man ja auch von massiv vielen Raptoren angegriffen, beziehungsweise auch belagert. Schauen wir doch einfach mal, wen wir hier vorfinden. Huh!
Hilfe! Oh, Entschuldigung, ich gehe dann mal. Nicht mein Krieg. Ups. Ich hoffe mal, die kommen mir jetzt nicht hinterher. Es klingt aber so. Wie schießt man? So schießt man. Ah ja. Okay. Ich will nicht da rein. Ach komm. Indianer kennen keinen Schmerz. Und keine Angst vor Dinos. Auf sie! Hallo? Seid ihr noch da? Hallo, Kai. Na? Wie ist es, mein Gutster? Oh. Ah, daneben! Bam! Stirb, du Dino! Also das ist ein wenig casual-artiger, sag ich mal, als Teil 1. Also ich sehe ja schon, dass wir hier wesentlich mehr Munition haben als beim ersten, ne? Und waren 3? Ja, es waren 3, stimmt. Schauen wir mal. Ich höre ihn. Wo bist du? Komm her, du. Haha, boom. Stopp. Ja, das ist irgendwie, es wirkt ein wenig casual-artiger, sag ich mal. Der erste, wann man lebt, du lebst, ah ja. Oh, ha, hu, du fieser Sack, schleiße dich von hinten an. Oh, also noch einer. Werden die Dinos jetzt zu Schießbodenfiguren hier? Das finde ich aber nicht okay. Wie gesagt, die Bedrohung im ersten Teil war ja ein bisschen größer, dadurch, dass man weniger Munition hatte und... Wow! Hey, 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 so nicht, mein Freund. So nicht, geht mal nach Hause. So nicht. Darf ich jetzt endlich mal reden, ohne dass ihr mich unterbrecht? Blöde Penner. Die Bedrohung war im ersten Teil bei Weitem nicht so hoch gewesen, weil es halt eben wesentlich weniger Dinos waren, aber man auch wesentlich weniger Munition hatte. Na? Sag mal. Ist denn das hier? Weg mit euch. Sowas. Kombos. Aha. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein? Gut, dann bleibt die Tür halt zu. So, dann gehen wir doch. Ich geh erstmal hier hoch. Die kommen kuscheln. Vielleicht. Boah. Boah. Hey. Weg mit dir. Sage mal. Haben wir es jetzt? Meine Güte. Was ist denn hier los? Hilfe. Konter. Ja. Sagen sie mir auch. Ich konnte das. Hahaha. So. Och, Menno. Weg mit dir. Ich glaube, der dritte Teil von Dino Crisis war ja dann auch nicht mehr ganz so gut gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, ging es dann auch ins Weltall. Dinos im Weltall? Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Komme ich von hier nicht eigentlich her? Ne, ich komme aus der Richtung, ne? Doch, ich komme von hier. Ah ja, okay. Gut. Erstmal orientieren. Ich glaube, man hat hier sogar eine Karte. Jawoll. Da ist sie. Wo bin ich denn jetzt? Tja. Puh. Irgendwo da. Geht heiß. Ah, da bin ich also. Okay. Na gut, und wir gehen jetzt einfach mal zu dieser Tür. Auf sie. Ich kuschel alles? Was? 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 Ohne Toilettensteak? Oh nö! Dann wird er auch noch zum Raubtiger. Das kannst du nicht machen. Dann kriegt er noch Hunger auf mich. Nicht gut, nicht gut. Okay, aber das ist wirklich sehr casual-artig. Und, weiß ich nicht, auch sehr, sehr große Shooter-Einlagen. Wie mir scheint. Da kommt doch einer. Hallo! Wiedersehen! Mensch. Ey! Oh, daneben. Oder fast. Hubbala. Nicht beißen. Besorgt euch euer Mittag- oder Abendbrot woanders. Kann ich nicht auf ihn schießen? Oh gut, dann bleibst du halt da oben. Ach, jetzt kommst du auf einmal, oder wie? Nee, man kann die, glaube ich, nicht looten. Also, was sollte so ein Dino eigentlich auch haben? Außer Innereien. Innereien. Hä?
Das sieht alles so gleich aus. Hör doch mal auf, mich zu beißen. Fieser Schlipper, du. Geh ich jetzt mal hier runter. Vielleicht hört das dann mal auf. Das hier sieht aus, als wenn da irgendwas liegt. Ah! Weg mit dir. Ich kann ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass man die looten kann. Nö, die haben nix. Die haben nix. Weiter. So, Treppe nach unten. Ne, Leiter nach unten. Ah ja, auf unten nach unten auf jeden Fall. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich müsste mal kurz pausieren. Moment mal, ich schau mal. Das... Nein? Nein. Also hier steht nichts von Gun. Also es könnte sein, dass das was anderes... Also dass mir jetzt irgendjemand eventuell im Chat schreibt, ho, das ist genau so ein Lightgun-Shooter. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Nein, nicht Option. Halt, zurück. Ha, lass mich raus. So, och Menno. Aber es macht zumindest diesen Anschein, ne, dass es ein Lightgun-Shooter ist. Da hast du vollkommen recht. Weil es so, wie gesagt, so casual ist. Habe ich jetzt mittlerweile bestimmt schon 10-mal dieses Wort in den Mund genommen. Es würde passen, auf jeden Fall. Hör mal auf, mich zu beißen hier, mein Kollege. Ich muss mir gleich erstmal ein Medkit nehmen. Ein Medkit. Wie toll wäre das denn, bitte? So, halt. Nein. Wie komme ich denn jetzt in mein Inventar? Das ist, glaube ich, die Karte, ne? Das ist jetzt verrückt. Da? Ah. Objekte. Scheiß Internet. Mac-Kit von McDonald's. Nein, ein Med-Kit. Med. Wie den Med-Eagle. Das wäre doch was. Was haben wir denn hier Schönes? KI, Medi... Was, KI? Nee, ach, kleines Medipack. Med-Kit. Ja, ja, genau, ein Med-Kit. Richtig. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Na gut, es reicht erstmal ein Stückchen, um wieder über die Runden zu kommen. So. Ja, Happy Meal. Oder ein Matty Meal. Entschuldigung. Hinfort mit euch. So, da lebt doch noch einer. Ich hab dich doch gehört. Nein? Nicht beißen. Ey, du kannst hier gerne von mir eine Scheibe abschneiden. Vielleicht. Aber nicht so. Nicht so. Da fragt man vorher. So. Ich muss dazu sagen, es ist ja eigentlich... Also wenn ich jetzt mal so die letzten 5 Minuten, keine Ahnung, wie lange ich es jetzt spiele, resümiere, dann hätte mir ehrlich gesagt Medieval besser gefallen. Also ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Medkit von Darth Vader. Ist der da? Ist der Hannes da? Ich glaube nicht. Doch, da ist er doch. Ah, da ist er. Hab ich dich übersehen. Hallo Hannes. Sei er gegrüßt. Ja, also ich hätte Medieval wirklich gerne, also lieber gespielt als das jetzt, weil Medieval ist doch ein wunderschönes Spiel, schon alleine mit Sir Daniel Fortescue. Ich schalte nochmal kurz um, damit man die neu eingestiegenen nochmal sehen, von was ich eigentlich rede. Medieval, 98 erschienen, ein wunderschönes Spiel. Soll ja dieses Jahr noch die Neuauflage kommen. Ich bin sehr gespannt drauf, ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal, was das wird, ne? So, aber wir quatschen zu viel. Weiter geht's. Quatschen gehört aber dazu. Von daher. So. Okay. Hallo. Na? Alle gut bei dir, Hannes? Alter Krieger? Oder sollte ich sagen BA? Nicht beißen. Nicht beißen. Alles gut, das ist schön, das hört man gerne. Das hört man gerne. So. Hinauf, da kommt schon der nächste Kollege an. Was hat er denn für eine Larve gezogen? Ehrlich. Chatten kannst du, okay. Ich habe aber heute schon also die Streaming-Qualität runtergestellt auf 720p. Das müsste man eigentlich sehen. Also, es ist ein bisschen schlechter als gestern. Eigentlich müsste es bei dir laufen. Ansonsten sollte dein Internet wirklich mal zum Onkel Doktor gehen. Und da nochmal irgendwie was machen. Oh Gott. Geh doch da hoch! Geh doch da hoch! Hilfe!
Gib mir mal das Medkit. Ja, will ich. Her damit. Haha! Haha! Weg mit dir. So. Runter. Sag mal, das muss wirklich ein Lightgun-Shooter gewesen sein. Also das... Es steht zwar nichts davon drauf. Sag mal! Mensch! So nicht, Freund. So nicht. Sag mal. Wo kommst denn du her? Lebst du noch? Nein. Komisch. Ha, geh da hoch. So, wen haben wir denn hier? Medkit Junior. Die Sounds sind auch total toll. Ich kann es ehrlich sagen. Das klingt schon sehr, sehr trashig. Weg mit dir. Ja, stimmt, er hat sich. Das kann sein, dass er schüchtern war. Aber jetzt muss ich mich ja schon wieder heilen. Das ist ja irgendwie. Ja, das hier. Dann müsste es jetzt eigentlich wieder voll sein. Ah. Sehr schön. Ich bräuchte aber auch langsam auch mal Munition. Wie sieht's denn mal aus, Spiel? Möchtest du mir mal was geben? Ich meine, es sind noch 50 Schuss. Gut gezielt. Sind das noch 50 Dinos? Nummer 1. Ja, gut. Boom. Aus der Luft gefischt. Hm, Fisch. Ha, da kommt schon der Nächste. Wiedersehen. Ja, das war mal sowas von daneben. Hey. Hm. Tür. Tür auf. Wasserturm. Hm. Der Wasserturm. Hallo. Hey. Hm, bei 4 Zuschauern glaube ich nicht. Are you one of the survivors? War es nicht gerade die Rothaarige? Sonst. Da. Hm. Weiß ich nicht, was es war. Ich habe nur rote Haare gesehen. Es kann aber auch... Weiß ich nicht. Kann mich auch getäuscht haben. Daten des Militärs über die Dinosaurier. Hm. Velociraptor. Boah. Gibt's hier was zu lesen? Hm, Bedeutung, ein schneller Räuber. Länge 4,8 Meter. Oh, Höhe 1,8 Meter. Beobachtungsbericht. Zu Anfang dachten wir, dass Dinosaurier langsam und dumme Reptilien seien. Wir erkannten bald, dass dies nicht stimmte. Der Velociraptor hat uns widerlegt. Die Klauen an seinen Füßen sind scharf wie Klingen, wodurch er einen kräftigen und tödlichen Schlag bekommt. Er? Hm, der ihn zu einer Killermaschine macht. Er bekommt einen tödlichen Schlag. Er hat doch einen. Das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler. Er macht einen tödlichen Schlag und er bekommt einen. Naja. Hm. Mit dem langen, harten Schwanz. Wow. Hält er die Balance. Kann jedoch damit auch hart angreifen. Kai, kennst du dich damit aus, ne? Ein Schlag seines Schwanzes genügt, um Knochen zu brechen. Alter. Kampfhinweise. Wenn du auf Velociraptoren triffst, drehe ihnen niemals den Rücken zu. Das hat aber eben geklappt. Sobald du läufst, wirst du zu ihrer Beute. Kein Soldat ist jemals zurückgekommen, nachdem er von einem Velociraptor weglaufen wollte. Oha, oha, oha. Die Grundregel in dieser Welt ist stehenbleiben und kämpfen. Die Velociraptoren sind die am besten gedienste Rasse unter den fleischfressenden Dinosauriern dieser Welt. Fleischfressenden Dinosauriern? Hm. Ich dachte, das wäre ein Wort. Vielleicht noch alte Rechtschreibung. Verschiedene Varianten sind über viele Gebiete verstreut. Verhalten und Ausdauer variieren, aber ein Merkmal haben sie alle gemein. Ihre Schnelligkeit. Schön. Im Kampf mit ihnen sollte man keine schweren Waffen einsetzen. Hä? Eine Schrotflinte ist doch eine schwere Waffe, dachte ich. Gut. Komm ich halt demnächst mit dem MG. Es wurde zudem gelegentlich von blau gefärbten Velociraptoren berichtet. Blau gefärbt. Die haben sich angemalt. Okay.
Diese wurden als Ultraraptoren beschrieben, mit einem gefürchteten Angriff und einer unglaublichen Härte. Wenn du dich für einen echten Jäger hältst, mach dich auf die Jagd. Ja, mach ich. Gib ihm. So, was haben wir denn hier? Das leuchtet so schön. Ein Terminal zum Speichern. Ah, schön. Ja, Speicherplatz. Wählen wir doch glatt mal diesen hier. So, Speichern abgeschlossen. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Hier gibt es noch einen Shop. Was kann ich denn im Shop machen? Heilung, Waffen, Mund. Ah, okay. Okay, okay, okay. Nachladen. Ja, hier. Mach voll. 590. Ja, ich habe 4000 Punkte. Okay. Vollkommen okay. So, zurück. Magazin. Oh. Oh. 7000 Punkte kostet das und ich habe ja gerade mal 4000. Nö. Dann nehme ich noch ein bisschen Heilung mit. Heilung kann nicht schaden. Das ist die... Was ist denn das? Kleines Medikit, da unten steht's. Mittleres Medikit. Da könnten wir noch rein theoretisch 1-2 Stück mitnehmen. Kaufen. Aber ich kann nur eins mitnehmen. Na gut. Ach nee, da unten ist auch noch ein Slot. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Ne? Läuft. So. Tür zu. Gibt's hier vorne an dieser tollen Schaltzentrale noch irgendwas? Nö. Dies ist eine Steuerkonsole für den Wasserturm. Sie ist total verrostet. Oh ja. Gut. Wenn man von Grimtails Logik ausgeht, machen wir einfach ein bisschen Öl drüber und dann läuft die Kiste wieder. Ist kein Grimtails. Das wäre doch eigentlich auch mal ein tolles Streamspiel, oder? Bitte nicht. Es sieht aus wie ein sehr altes Schild. Militäreinrichtung, geradeaus. Raketensilo. Was? Diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanzen zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Immer alles niederbrennen. Immer alles niederbrennen. So, gehe ich jetzt zu dieser Tür? Ja, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Und kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Das haben die meisten Türen irgendwie so an sich in diesen Spielen, dass sie immer nur von der anderen Seite aufmachbar sind. Was ist das mit diesen Türen, frage ich mich. Ah. Toll, hier liegt jetzt ein Medikit. Gut, dass ich gerade welche gekauft habe. Naja. So. Ach nee, Reanimation. Nimmst du Reanimation? Ja. Es ist ein Wassertank. Die Oberfläche ist stark korrodiert, also verrostet. Kein normales Rost, ist wohl eher vom Regen dieser Welt verursacht. Kein normaler Rost. Gut. Unnormaler Rost, offensichtlich. Weiter geht's. Was haben wir hier? Tür. Auf mit dir, du Tür. Passage zur Militäreinrichtung. Jawohl, weiter geht's. So. Wer hätte es gedacht? Ich hab doch noch einen gehört. Komm, putti, 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 putti. Stopp. Ich hab doch noch... War da nicht noch einer? Sag ich doch. Vielleicht immer mal kurz warten, bis man ihm in die Fresse schießen kann. 220 Punkte. Hey! Ich war gerade abgelenkt! Frechheit! Penner! Komm her! Konter! Hilfe! Ha! Ey! Unfair! Penner! Sag mal! Unfassbar, diese Typen. Unfassbar. So. Noch einen gültigen Fahrschein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ey! Sag mal, was ist denn mit euch los, Leute? Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Hey! Fassbar. Ja, noch ein Medkit. Ich sag mal. Aus. So. Maximale Traglast erreicht. Ärgerlich.
Vielleicht noch ein kleines Medkit nehmen. Heilung. Kleines Medkit nehmen. So. Dann nehmen wir das doch mit. Ja, her damit. Unrat blockiert den Pfad zum Tunnel. Dort scheint auf einigen Betonstücken eine Art Moos zu sein, aber nur eine Art Moos. Man weiß nicht. Da kommt ja schon wieder der Nächste angeschissen. Aua! Weg! Weg! Joa. Hilfe! Gehen Sie weg! Dann gehe ich halt weg, wenn der nicht weggeht. 2190 Punkte für drei Kombos. Oh ja, gut. Jetzt nicht so weltbewegend. Haha! Drei mit einem Streich. Waren es nicht sieben? Sieben auf einen Streich? Würdest du bitte diese Leiter runtergehen? Danke. Sag mal. So. Weg mit dir. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, erstmal am Leben zu bleiben. Hör mal auf, mich zu knabbern. Nicht nett. Moment. Geht sofort weiter mit dem, was ich sagen wollte. Weg mit dir. Ja. Komm. Okay, der war jetzt tot. So. Jetzt lass mich doch mal erzählen. Mann. Ey! Diese Penner. Jetzt muss ich mich auch noch heilen. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, dadurch, dass ich dieses Spiel dann doch nicht so toll finde, nach dem nächsten Speicherpunkt eine kurze Pause zu machen, dann das Spiel zu wechseln, und zwar auf Spyro 2. Ja. Da lebt noch der Kollege. Denn das liegt mir weitaus mehr als dieses sinnlose Rumgeballere. Ja, Spyro ist toll. Spyro ist großartig. Dinosfetzen auch, aber die hier sind irgendwie lame. Sehr lame. So. Ich hoffe, der nächste Speicherpunkt kommt sehr bald. Ergebnis. 1850 Punkte. So, komm, Speicherpunkt. Bitte. Oh, Katze. Haben sie nicht mal übersetzt. War das nicht eben alles Deutsch? Ha! Hilfe! Ha! Ja, ich glaube auch. Aua! Beiß mich nicht. Ich schmeck nicht gut. Nur Fett. Ha! Hilfe! Gehst du jetzt? Nein. Oh! Muss ich hier hinten lang? Zu groß. Wow. Komme ich jetzt hier lang? Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mitnehmen. Ja. Ja, ich habe das große Medipack. Hilfe. Oh. Weg hier. Oh Gott, der hat irgendwas Böses gegessen. Das riecht sehr fies. Ah. Ah! Auch schön, dass wir immer das gleiche Soundfile für ihn benutzt haben. Ho! Ninja Move! Oh, oh mein Gott! Oh. Oh. Ach, wie trashig! Schnell weg! Das ist großartig. Das ist so schön trashig. Ho! Oh! Die Kleinkollegen.
Speichern. Wie sieht's aus? Hallo, hallo, hallo? Nein? Das Dach ist zerstört und der Stahlrahmen verbogen. Die Tür ist blockiert. Du kannst hier nicht durch. Oho, ich will aber. Ja, eine angenehme Zubeißhöhe. Hab ich jetzt ausgesehen. Richtig. Mit einem Haps sind die im Mund. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Schnell hinein. Medizinische Station. Da könnte was drin sein. Ja, eine Speicherkonsole. Ach, wie schön. Wie schön. So. Speichern. Memory Card, Steckplatz 1. Ja. Überschreiben. Sichern abgeschlossen. Sehr schön. Nein, nicht überschreiben. So, okay. Gut, dann gib mir 5 Minuten. Ich wechsle fix das Spiel und dann sehen wir uns gleich in alter Frische weiter. Bis dahin.